BWR1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Die Schätze des Landes gehören allen. Deshalb sollte eigentlich keiner dafür bezahlen müssen, sie anzuschauen. Trotzdem verlangen deutsche Museen Eintritt. Das möchten viele ändern. Reinhold Wirth, ein Unternehmer und Kunstförderer, hat dafür gesorgt, dass alle das Landesmuseum Württemberg in Stuttgart gratis besuchen können. Allerdings nur im Jahr 2018. Auch die Armen und diejenigen mit wenig Zeit sollen ins Landesmuseum Württemberg. Für Cornelia Ewigleben ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Die Museumsdirektorin ist sehr erfreut darüber, die Schätze des Landes bald auch diesen Menschen zeigen zu können. Der Milliardär Reinhold Wirth hat das in seiner Funktion als erster Vorsitzender des Fördervereins Landesmuseum Württemberg ermöglicht. Das kann für die Landesregierung dann natürlich auch einen kleinen Hinweis geben, vielleicht für den Etat 2019 dann doch zu sagen, also die paar Pfennig mache im Landeshaushalt jetzt auch nichts mehr aus. Für Staatssekretärin Petra Olschowski ist es ebenfalls ein Herzenswunsch, die Museen für alle zugänglich zu machen. Allerdings sind die paar Pfennig doch etwas mehr als ein paar Pfennig. Trotzdem, das Geld ist da. Es ist ja eine Zeit lang eine Summe von 5, 6 Millionen kursiert. Da waren die Sonderausstellungen mit berechnet. Wenn wir die Schausammlungen alleine nehmen, dann sind es ungefähr 2,5 Millionen Euro. Ob das Geld bereitgestellt wird, muss die Landesregierung entscheiden. Das Landesmuseum Württemberg möchten Wirth, Olschowski und Ewigleben zum Vorreiter machen. Dieses Beispiel soll die Regierung überzeugen. Das sozusagen, ich habe sie über die Schwelle und dann müsste man schauen, wie kriegen wir sie mit bestimmten Angeboten. Wir machen das ja zum Teil schon. Herr Wiener, der dort hinten steht, ist ja mit seinem Team für die ganzen Veranstaltungen zugänglich. Die Besucherzahl im Landesmuseum möchten sie durch den freien Eintritt mindestens verdoppeln. Außerdem will Ewigleben das Museum an die Wünsche anpassen, die vor allem junge Menschen haben. Sie möchte einen Ort zum Chillen schaffen, WLAN im Foyer installieren und ein kleines Café eröffnen. Im Landkreis Heilbronn haben Spezialermittler des Landeskriminalamtes den größten einzeln sichergestellten Rauschgiftfund in Baden-Württemberg seit der Jahrtausendwende gemacht. Ein Mitarbeiter einer Obst- und Gemüsegroßhandlung in Heilbronn hatte unter einer Bananenlieferung aus Ecuador kleine Päckchen entdeckt. Daraufhin verständigte die Firmenleitung die Polizei. Insgesamt waren 225 Kilogramm Kokain in 39 Kisten versteckt. Der Wert des Drogenfunds beläuft sich auf mehrere Millionen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen handelt es sich um eine Fehlleitung des Kokains. Nun werden die Transportwege, der eigentliche Bestimmungsort und die beteiligten Täter ins Visier genommen. Laut dem LKA seien Bananenkisten immer wieder beliebte Verstecke für Drogenlieferungen. Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen hat ihren zentralen Gottesdienst zum bundesweiten Abschluss der ökumenischen Friedensdekade in diesem Jahr in der Stiftskirche in Tübingen gefeiert. Die Feier am Abend des Buß- und Bettags stand, wie auch die gesamte Dekade, unter dem Motto Streit. Mit diesem Motto wollten die Initiatoren die Frage nach dem demokratischen Umgang mit anderen Meinungen auf dem Hintergrund zunehmender populistischer und nationalistischer Tendenzen und Wege zu einer demokratischen Streitkultur aufzeigen. Zur Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen gehören 17 Kirchen, darunter orthodoxe und evangelische Kirchen, sowie die römisch-katholische, die anglikanische und die altkatholische Kirche. Soweit die BWR1-Nachrichten für heute. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.